Hallo, mein Name ist Yvonne und ich bin eine der Admins aus der Gruppe Nähen mit Beamer Hilfe und Austausch. Ich zeige euch in diesem Video das Programm Project & Cut. Hiermit könnt ihr vereinfacht eure Schnitte projizieren, ohne den Beamer zu 100% eingerichtet zu haben. Der Beamer sollte dafür grob ausgerichtet sein, aber er muss eben nicht ganz exakt ausgerichtet werden. Das funktioniert aber dann auch nur, wenn ihr eben mit diesem Programm arbeitet, beziehungsweise mit der Webseite, die ich euch letztens bereits vorgestellt habe. Solltet ihr einen Schnitt von einem Schnittmuster abpausen wollen in einem Programm wie Affinity Designer oder Inkscape, dann müsst ihr dennoch den Beamer hundertprozentig ausgerichtet haben. Nun zum Programm Project & Cut. Dies könnt ihr euch von der Seite projectandcut.com herunterladen. Es ist also ein Softwareprogramm, das ihr zuerst auf eurem PC installieren müsst. Wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr etwas weiter herunterscrollen und ihr seht nun hier die verschiedenen Download-Versionen für euer Betriebssystem. Je nachdem, was für ein Betriebssystem ihr habt, ladet ihr es einfach herunter, indem ihr darauf klickt und dann entsprechend in eurem Download-Ordner die Datei öffnet und das Programm installiert. Dieses Programm hat eine 21-tägige Testzeit. Danach kostet dieses Programm 20 US-Dollar, was ungefähr 20 Euro entspricht. Ob ihr das Programm braucht oder nicht, oder ob ihr lieber mit der Webseite arbeitet, das bleibt euch überlassen. Den Link für die Seite Project & Cut habe ich euch unten in der Beschreibung auch eingefügt. Unten verlinke ich euch noch mein Video zur Webseite. Die Webseite ist kostenlos, allerdings braucht man dann dauerhaft Internet, um den Schnitt projizieren zu können. Was jetzt bei der Software hier nicht der Fall ist. Dafür benötigt ihr dann nur für den Download das Internet und anschließend könnt ihr ohne Internet eure Schnitte projizieren. Wenn ihr das Programm heruntergeladen habt und es öffnet, dann schaut es bei euch so aus. Ihr kommt also hier auf die erste Seite mit Anleitung von Project & Cut. Hier dieses Erklärvideo ist das englische Erklärvideo, das hinterlegt ist. Genauso hier die Anleitung ist auf Englisch. Wer das möchte, kann sich das auch selber nochmal auf Deutsch übersetzen. Eventuell wird das auch nochmal beim nächsten Update nachgeholt und auf Deutsch eingefügt. Wenn ihr nun hier auf Kalibrierung klickt, könnt ihr hier oben erstmal zwischen Inch und Zentimeter auswählen. Dann habt ihr hier die vier Punkte. Das zeigt eure Eckpunkte an. Und diese solltet ihr dann entsprechend auf eurer Schneidematte ausrichten, das Maß eingeben, welches ihr ausgerichtet habt und anschließend wird euch dann das Programm eben errechnen, in welcher Position oder in welchem Winkel das Ganze dann projiziert wird, damit es korrekt projiziert wird. Hier ist bitte auch nochmal zu beachten, wenn ihr eine Welle unter eurem Boden habt, unter eurem Tisch habt, in der Mitte von der Matte oder oben und unten am Rand, das kann auch der Projektor nicht ausgleichen. Es geht hier eher darum, wenn ihr eben, ich demonstriere es jetzt hier einfach mal, hier so eine Schieflage hättet. Also diese Linie oder diese Linie. Wenn das hier verzogen ist bei euch, von der Projektion her, dann kann das Programm das ausrichten. Wenn ihr eine Welle im Tisch habt oder im Boden habt, also sprich die Linie hier unten einen Bogen nach oben oder nach unten macht, das kann auch dieses Programm genauso wenig wie die Webseite ausgleichen. Das funktioniert einfach nicht. Ihr müsst also wirklich darauf achten, eine ebene, gerade Unterfläche zu haben. Ich zeige es euch jetzt hier bei meiner Schneidematte. Es empfiehlt sich auch hier immer, die größtmögliche Fläche, die ihr auch projiziert oder die ihr seht, auszurichten. Denn wenn ihr nur eine kleine Fläche ausrichtet, kann es sich nach außen hin wieder verschieben. Deswegen wirklich schauen, je nachdem, was ihr für eine Größe von Projektion habt, versucht wirklich auch die Größe der Projektion einzuhalten. Ich werde es jetzt hier in diesem Fall etwas kleiner machen, damit ihr hoffentlich auch die Ecken seht. Ihr klickt dann also einfach eure Eckpunkte an und verschiebt die entsprechend auf die Ecken, wie ihr sie haben möchtet. Das sollte sich natürlich alles in gerader Linie finden. Es sind relativ dicke Linien. Ihr könnt die auch nochmal umstellen vom Muster her, wenn euch was anderes lieber ist. Ihr müsst versuchen, bei den dicken Linien immer in der Mitte von der Linie ungefähr zu sein. Wenn ihr Rechtsklick betätigt und auf Darstellung geht, dann könnt ihr hier auch noch zwischen verschiedenen Darstellungsoptionen wählen.
Ich glaube, das ist für euch tatsächlich gerade am besten. Gibt es also wirklich verschiedenste Möglichkeiten. Ich nehme jetzt hier mal am besten das Rabenschwarz. Ich glaube, das sieht man fast am besten. Und dann kann man hier sagen, zum Beispiel eine feste Umrandung, marschierende Ameisen, das wäre dann dieses hier. Oder aber schlafende Ameisen, die dann einfach stehen, aber eben gestrichelt sind. Oder keine Umrandung. Keine Umrandung finde ich jetzt immer ein bisschen schwierig beim Ausrichten, weil ich finde, da sollten schon eine Umrandung sein. Und ich nehme jetzt einfach die feste, weil diese laufenden Ameisen, die irritieren mich. Um die Eckpunkte eventuell noch genau auszurichten, dann einfach den entsprechenden Button anklicken und dann könnt ihr über die Tasten eurer Tastatur das Ganze noch etwas genauer, feiner ausrichten. Nun müssen wir schauen, welche Länge und Breite wir haben. In meinem Fall sind es jetzt in der Höhe 40 cm. Und in der Breite 60. Dann passt sich also jetzt hier dieses Rechteck sehr gut meiner Schneidematte an. Und auch das Raster ist gut ausgerichtet. Um jetzt projizieren zu können, müsst ihr hier unten auf Projektion klicken und dann auf Öffne eine PDF und dann wählt ihr euch einfach eure PDF entsprechend aus. Ich nehme jetzt hier einfach nochmal das Kalibrierungsraster, um es euch zu zeigen. Hier haben wir jetzt unser Kalibrierungsraster und wenn ich das jetzt eben hier schön ausrichte, dann sehe ich also ganz genau, dass nach links und nach rechts die Linien komplett gerade sind und auch nach oben und nach unten. Ich habe jetzt die ganze Datei einfach noch mal kurz im Acrobat Adobe Reader aufgerufen. Und was jetzt hier zum Beispiel der Nachteil ist, ich müsste mir jetzt erst wieder meinen Zoom herausfinden. Also welchen genauen Zoom habe ich denn hier auf diesem Abstand, auf dieser Schneidematte? Ich lege jetzt einfach mal die Linie vom Lineal auf die Linie von der Schneidematte. Und ihr seht jetzt schon, hier driftet die Linie etwas weg. Ja. Wenn ich es jetzt hier hinten mal hinlege, dann seht ihr auch hier ist ein kompletter Abstand. Und das gleiche Spielchen haben wir natürlich hier drüben dann in die entsprechend andere Richtung. Auch hier ist dann eben hier oben der Abstand. Was eben bedeutet, mein Beamer ist etwas schief, etwas trapezförmig. Und dieses ganze Problem habe ich eben dann schon gleich erledigt, wenn ich jetzt Project and Cut nehme oder eben auch die Webseite. Das funktioniert bei der Webseite ja genauso. Dass ich eben hier diese genaue Ausrichtung überhaupt nicht mehr vornehmen muss, sondern einfach nur noch meine Datei aufrufe. Der Vorteil beim Programm ist, dass der sich die kompletten Einstellungen auch speichert. Das heißt, wenn ihr einmal ausgerichtet habt, dann müsst ihr meistens nicht mehr groß nachjustieren. Ich persönlich öffne trotzdem immer einmal kurz diese Kalibrierungsdatei mit dem Raster, weil auch meine Schneidematte hier nicht liegen bleiben kann. Das ist unser Esstisch, deswegen muss ich die immer wegräumen. Und dann richte ich mir einfach damit auch meine Schneidematte nochmal kurz aus, damit ich weiß, es passt alles. Wenn ihr nun eine Datei geöffnet habt und diese Datei hat Ebenen, dann könnt ihr hier über Ansicht, Ebenen und Seiten einfach alle Ebenen ausblenden, indem ihr hier oben auf alle Ebenen klickt. Und nun könnt ihr euch genau die Ebene auswählen, die ihr benötigt. Das finde ich auch sehr praktisch und einfach. Damit man auch eine bessere Übersicht hat, was gibt es denn überhaupt für Schnittteile oder ich habe ein sehr, sehr großes Schnittmuster mit sehr vielen Teilen und suche ein bestimmtes Teil, dann könnt ihr einfach hier über Modus auf Vorschau klicken und ihr habt eine Übersicht, welche Schnittteile sich wo befinden. Und ich habe jetzt die Farbumkehrung einmal kurz rausgenommen, dann seht ihr es besser und ihr seht auch, wo genau befindet ihr euch im Schnitt gerade. Das ist also die Anzeige, wo ihr euch befindet. Ich kann jetzt hier meine Ansicht nicht verschieben. Das geht nicht. Das ist einfach aus Sicherheitsgründen, damit ihr nicht versehentlich aus dieser Vorschau heraus zuschneidet, sondern ihr müsst dann wieder zurück in den Modus Projektion und könnt dann entsprechend weiter verschieben. Einmal noch kurz zu den restlichen Funktionen. Bei Ansicht könnt ihr hier umschalten auf Vollbild. Allerdings ist das wirklich hier nur diese kleine Leiste, die man damit wegblendet. Ihr habt eben hier die Ebenenfunktion. Die hat manchmal leider ein paar Fehlerchen drin. Da muss man jetzt zum Beispiel einfach zweimal draufklicken, um das Menü wieder aufzurufen, falls man irgendeine Änderung hat. Da bitte einfach zwei, dreimal draufklicken.
Dann könnt ihr hier natürlich rechts drehen, links drehen, horizontal und vertikal spiegeln und eben die vorhin schon angesprochene Farbumkehrung. Und bei der Darstellung ist eben das, was wir vorhin hier eingestellt haben, bei der Farbumkehrung, was wir möchten. Wenn ihr einen Lizenzschlüssel erworben habt, dann könnt ihr den hier unter Datei Lizenzschlüssel eintragen eingeben. Solltet ihr eine neue Version herunterladen, dann kann es vorkommen, dass ihr hier den Lizenzschlüssel nochmal neu eintragen müsst. Bitte die E-Mail diesbezüglich dann sehr gut aufbewahren. Der Vorteil, was ich bei dem Programm auch finde, ist, wenn ihr hier auf Öffnen, Neueste geht, seht ihr immer, welche Dateien habt ihr denn vorher schon geöffnet gehabt und könnt somit zumindest die letzten 5 geöffneten Dateien ganz einfach durch einen Klick wieder hervorrufen. Das finde ich sehr praktisch, gerade wenn man einen Schnitt am Suchen ist, dann muss man nicht jedes Mal wieder über Datei öffnen gehen und den Schnitt neu sich öffnen, sondern ihr könnt hier über die neuesten einfach zwischen den Schnitten hin und her switchen. Auch hier gibt es manchmal einen Fehler, ist mir letztens aufgefallen, wenn ihr also einen anderen Schnitt öffnet, kann es sein, dass er euch manche Ebenengrößen bereits wieder übernimmt. Das funktioniert aber nicht immer. Die ganzen Einstellungsfunktionen findet ihr hier auch unter Rechtsklick, da habt ihr also auch die Funktion Drehen, rechts, links, spiegeln und auch die Farbumkehrung. Ob diese Abkürzungen hier hinten so bleiben, weiß ich noch nicht. Das könnte sich demnächst nochmal ändern. Gerade auch das Spiegeln finde ich hier halt sehr praktisch. Wenn bei Schnitten die Teile nicht gespiegelt sind, kann man hier nun ganz einfach spiegeln. Das war ja bei Adobe nicht möglich. Dafür brauchte man die kostenpflichtige Version. Deswegen finde ich dieses hier schon eine wesentliche Besserung. Solltet ihr feststellen, das passt jetzt nicht ganz genau, also sprich irgendeine Linie passt noch nicht hundertprozentig, ihr könnt jederzeit wieder zurück auf Kalibration gehen und könnt hier entsprechend nochmal eure Feinjustierungen vom Raster vornehmen. Solltet ihr irgendwas ganz vermurkst haben und sagen, ach, ich möchte ganz gerne nochmal komplett von vorne starten, nützt es euch nichts, das Programm zu schließen und nochmal zu öffnen, denn er speichert sich den letzten Stand ab, sondern ihr klickt einfach auf rechts und sagt zurücksetzen und Raster zentrieren. Dann setzt ihr euch einfach wieder das komplette Raster zurück und ihr könnt von vorne ganz in Ruhe nochmal anfangen und das Raster neu einstellen. Damit sind wir nun am Ende dieser Programmvorführung. Ich persönlich liebe es wirklich, damit zu arbeiten. Ich mag auch total die Webseite, die ich euch bereits vorgestellt habe. Ich liebe also beides. Jedes hat so seine kleinen Vorzüge. Ich finde es hier halt ganz toll mit dieser letzten Funktion öffnen und dass ich kein Internet benötige. Ob euch das die 20 Euro wert ist, das müsst ihr natürlich für euch selber entscheiden. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß weiterhin beim Zuschneiden mit dem Beamer. Und gutes Gelingen bei euren Projekten. Bis zum nächsten Mal.